nicht, dass er noch einmal wegfahren muss. Wie soll ich das wissen? Doch, ich glaube, Sie sagten, wir wollen mich noch mal. Dann ist es unbeschlossen, Sie sind schon bereit, Sie in der Halle, statt im Hause allein speisen zu müssen. Zurück, um jemanden zu sprechen. Das Personal war fort, Mrs. Beagle und hinten im Garten. Demnach kann er nur die Absicht gehabt haben, sich mit Mrs. Finch und Brown zu treffen. Da gibt's nur eins. Fragen Sie sie. Ich habe sie gefragt. Was hat sie gesagt? Dasselbe wie Sie, Mr. Warrender. Ah, sehen Sie? Und jetzt erzählen Sie, was Sie veranlasste, vom Club nur einmal hierher zu kommen. Hatten Sie von vornherein die Absicht? Ja, ich meine, nein. Was nun da? Wir warteten, bis es dunkel wurde und jemand schlug vor, Bridge. Und ich sagte, warum gehen wir nicht rüber und spielen hier? Und so geschah's. Dann war das also Ihre Idee. Ich weiß nicht, wer sie zuerst aufbrachte. Joe Blush vielleicht. Und sie kam tatsächlich nochmal her. Wann? Genau weiß ich's nicht. Wir brachen vom Club kurz vor 8 Uhr auf. Und man braucht für den Weg etwa 5 Minuten. Ungefähr. Das Golfhaus liegt am Ende des Gartens. Dann spielen Sie Bridge. Ja. Das Spiel begann etwa 20 Minuten vor meiner Ankunft. Sie hatten demnach kaum Zeit, zwei Partien zu beenden und eine dritte anzufangen. Was? Oh nein, nein, die erste Partie hatten wir gestern schon gespielt. Aber nur ein Spieler hat sich die Punkte notiert.